So. Gut, wenn er das nicht verstanden hat, wiederholen wir das nochmal. Ich habe mehrere Male schon angesprochen, dass du jeden Buchstaben mit jedem Buchstaben austauschen kannst. Ich fange das immer an, aber ich führe das nicht ganz zu Ende, obwohl ich es eigentlich relativ präzise beschreibe. So machen wir das jetzt nochmal, weil ich jetzt gerade hier in dem Gespräch, jetzt muss ich wieder normal reden mit Michael, weil jetzt wieder ein kleines Heureka gehabt hat, obwohl ich das schon so oft gesagt habe. Es ist mit den Zeichen, wieso kann ich jeden Buchstaben mit jedem Buchstaben austauschen? In einer Beschreibung von etwas, wenn du in eine geistige Aktivität kommst. Ich mache mal ganz, ganz kurz. Hobby-Bildschirm, übertragen wir den Bildschirm schnell. Und dann gehen wir ganz, ganz kurz hier in diese Tabelle. Die habe ich ein paar Mal schon eingeblendet. Und ich bleibe jetzt einmal hier nochmal in dem blauen Bereich. Und jetzt bitte geh genau meinen Gedankengang nach. Ich sage, du kannst jetzt, das sind ja Buchstaben und das sind Zahlen. Die hebräischen Zeichen haben drei Funktionen. Sie können eine Ziffer sein, mal rein eine Ziffer. Sie sind ein Symbol und sie sind eine Beschreibung. Und ich sage jetzt mal, wenn man das Aleph, das heißt die Zahl 1, das nenne ich mir auch das Uni, das eine, wenn wir das blau machen und ich bleibe nur im blauen Bereich, dann ist es die Schöpfung, im roten Bereich ist es der Schöpfer. So, und jetzt pass auf, wir denken uns jetzt etwas. Ist egal, an was du denkst. In dem Moment, wo du was denkst, ist eine Existenz da. Wir können das jetzt präzisieren, dass ich sage, du denkst jetzt einfach einmal hier an der Landschaft oder du denkst an ein Haus. Okay? Und jetzt pass auf, wenn ich das beschreibe mit der 1, dann nenne ich das ist eine Schöpfung. Sobald ich mir das Haus ausdenke, ist es außerhalb von mir. Das, was aber außen ist, ist eine Gedankenwelt, die ist zwangsläufig polar, darum ist es die 2. Sobald zwei da sind, muss ein Geist oder jetzt materialistisch gesehen ein Gehirn da sein, das sich diese zwei denkt. Okay? Alles, was du dir denkst, ist eine Öffnung auf deiner geistigen Oberfläche. Sobald sich auf deiner geistigen Oberfläche was öffnet, ich nenne das eine Gedankenwelle, nimmst du was wahr, das ist eine Wahrnehmung. Jede Wahrnehmung, die du magst, die du zu sehen, es sehen bekommst, ist etwas Aufgespanntes in dir, das wir Gedankenwelle nennen. Diese Gedankenwelle wiederum ist eine Selektion aus einer Kollektion. Was meine ich damit? Dass jede Gedankenwelle, jedes Bild, das du siehst, immer ein Teil ist von einer größeren Kollektion. Ich spreche ganz kurz die Küche an. Du kannst deine Küche nicht sehen, wenn du von der Küche was siehst, hast du eine Kollektion und die Kollektion, sobald du was siehst, zum Beispiel den Herd, ist es eine Selektion aus dieser Kollektion von Denkmöglichkeiten, die wir Küche nennen. Wir können natürlich auch sagen, du denkst jetzt an das Wort Küche, wo du kein Bild mehr machen kannst und die Küche ist eine Selektion aus der höheren Kollektion. Jetzt müssen wir eine Stufe höher gehen, dass du deine Wohnung nennst. Und das sind immer Spiegelungen. Das sind Facetten aus einem Spiegeltunnel. Eine Kollektion sind viele Facetten, die Spiegelungen sind. Gehe ich dann gleich nochmal drauf ein, wenn ich dran denke. Okay, das Ganze ist zwangsläufig. Diese Spiegelungen bauen auf deinen Intellekt auf. So, und jetzt halte ich einmal inne. Und ich sage, du kannst jeden Buchstaben mit jedem Buchstaben ausdenken. Wenn du jetzt an ein Haus denkst, kann ich sagen, das Haus ist eine Schöpfung von mir. Ich kann aber auch sagen, das ausgedachte Haus ist außen. Ich kann jetzt aber auch sagen, dass dieses Außen abhängig ist, eigentlich in meinem Gehirn ist. Da öffnet sich jetzt in meinem Hirn eine Wahrnehmung. Also ob ich das Haus nenne oder Öffnung nenne, oder ich nenne es Wahrnehmung, oder ich nenne es, das ist was Aufgespanntes, die 6. 6SX. Raumzeit X tritt heraus. Oder ich nenne es eine Selektion aus einer Kollektion im Hintergrund. Ich rede immer von dem Haus. Das ist das. Und jetzt kann man das natürlich immer wieder mit dem richtig und verkehrt machen. Dass wenn ich jetzt das als auf eine Kugel setze und mache dann die Zeichen drauf, das wird dann sehr, sehr arithmetisch. Ich habe früher mal ein kleines Beispiel gehabt, wenn du dich erinnerst. Wenn ich jetzt du dich erinnerst, das habe ich mit Filmbröseln gemacht. Ich rede ja immer mit dem Geist, der mich jetzt ausdenkt. Dann könnte ich jetzt ganz definitiv, ich habe wieder zwei Seiten. Ich weiß jetzt, wenn du das Michael-Programm in dir laufen hast, dann habe ich dir das schon gezeigt. Wenn du vielleicht ein anderes Programm in dir laufen hast, dann habe ich es dir nicht gezeigt. Das bestimmt aber nicht dich, sondern dein Programm. Ist es auf deinem Schwamm drauf oder ist es nicht drauf?
Und jetzt machen wir mal eine Hierarchie. Ich erkläre das nochmal, da gehst du einfach den Gedankengang ich fange wieder mit den normalen Spiegeltunneln an, diese einfache Vereinfachung. Dass ich jetzt, bitte geht es im Gedanken mit, du kannst es selber ausprobieren. Normalerweise, und jetzt beschreibe ich eine Situation unter Brösel, ich nehme jetzt meinetwegen den Michael und dann stelle ich mich hin, ich stelle mich neben den Michael hin als Udo, Brösel, Udo. Du denkst dir jetzt zwei, den Michael und den Udo aus, die sich beide in dir befinden, weil das jetzt deine Informationen sind. Und dann sage ich, halte mal den Finger vor dich hin, mach die Augen dabei auf, ungefähr 30 Zentimeter schaltest, da hältst du den Finger vor dich hin. Okay? Und das ist jetzt natürlich am besten, ist es, wenn du in einem Zimmer bist und dann hältst du den zwischen die Augen 30 Zentimeter vor deine Augen. Und jetzt versuchst du das so zu so positionieren in der Tiefe, die du dir ausdenkst, dass du hier den Finger zwischen den Augen hast und du schaust jetzt, dass meinetwegen hier der Finger, wenn du aus dem Fenster rausschaust, dass dann hier der Finger neben dem Fensterrahmen ist und dass dann im Hintergrund meinetwegen irgendwo ein Haus oder Straßenschild kommt und unmittelbar in dem kleinen Bereich, auf dies, wenn du das zwei als Fotografie siehst, dann weiter hinten vielleicht ein Haus oder ein Berg oder irgendwas kommt. Das ist die Ausgangsbasis dieser Flucht der Spiegelungen. Und jetzt, wenn du den Finger hin hast und ich sage, konzentriere dich einmal auf deinen Finger und schau dir, soweit es möglich ist, die kleinen Papillen, diese Fingerspuren vom Finger an. Konzentriere dich auf den Finger und dann siehst du den Finger und dann ist ihn nur deine Information, ist nur der Finger. Und dann sage ich so, und jetzt schau bitte als nächstes, sage ich das Fenster an. Konzentriere dich einmal in 3 Meter Abstand oder was ist die Glasscheibe und das Fenster, konzentriere dich einmal auf die Glasscheibe. Dann schaust du die Glasscheibe an. Dann sage ich, jetzt schau mal das Haus an, das da außen ist. Konzentriere dich einmal auf das Haus. Jetzt schau an dem Haus vorbei, in der Flucht. Schau ganz noch weiter hin, schau den Wald an. Und wenn du den Finger, du musst den Finger da lassen. Wo ist der Finger? Wo ist der Finger? Und du wirst feststellen, wenn ich das erzähle, obwohl du den Finger die ganze Zeit vor den Augen hast, der ist überhaupt nicht da, wenn du ihn nicht denkst. Obwohl er doch eigentlich da ist. Nach deiner Logik, weil du meinst, das Zeug ist da außen. Nein, wir wechseln Informationen aus. Dann kommt natürlich noch das Spiel, wenn man das mit einem Auge macht, dass da in der Tiefe Schärfe ist. Das spiele ich durch, dass ich dir zeige, dass hier elementare Fehler sind in dieser Wahrnehmungspsychologie, wie das in der normalen Naturwissenschaft erklärt wird. So, das ist jetzt die Ausgangsbasis. Ich habe das wieder sehr kurz gemacht. Wir müssen genauer darauf eingehen und schön wäre als Brösel unter Brösel, wenn man das wirklich, ich sage mal, wie man so schön sagt, am eigenen Leib erlebt. Wobei der Leib ja selber gar nichts erlebt, sondern bloß der Geist, der sich an Leib zuspricht. Mit Augen und all dem drum und dran. So, und jetzt mache ich dasselbe in grün. Das ist der Spiegeltunnel. Darum habe ich gesagt, die Spiegelungen, die neuen, sind so wichtig. Wir denken uns jetzt ganz einfach die erste Stufe. Okay, das ist eine Reihe, wo wir sagen, jeder dieser Spiegel, wenn wir einen Spiegeltunnel aufbauen, nummerieren wir dir mal gedanklich durch. Erster Spiegel, zweiter Spiegel, dritter Spiegel, vierter Spiegel, fünfter Spiegel. Wir wissen ja, die sind ja alle nur Divisionen von dem ersten Spiegel. Weil wenn ich jetzt da rausgehe aus dem System, wenn ich mich als Geist erhebe, stelle ich fest, dass die Spiegel da außen, die ich sehe, wenn ich in einen Spiegeltunnel reinschaue, oder das Lämpchen dazwischen, wenn ich jetzt dann sage, dass da ja nur eine Lampe ist. Erst das Spiel zwischen den zwei Spiegeln baut dann eine unendliche Reihe, eine Spiegelwahrnehmung auf, die sich letztendlich 1 durch 2, 1 durch 3, 1 durch 4 nach außen verstreut. Jetzt sag mir, das erste Lämpchen wäre dein Fernsehprogramm. Die Programme, die du hast, wenn du im Fernsehen einschaltest. Und ich sage jetzt, diese Division, dein Programm, zerhacken wir, wir dividieren das in ein erstes Programm ARD, ZDF, zweites, drittes Programm RTL Pro7. Jetzt können wir heutigen Stand mit Kabelfernsehen oder Satellit, kannst du, was weiß ich, hier 100, 120 Programme haben, wenn nicht noch mehr. Hängt davon ab. Das heißt, wir sehen jetzt da, ich sage mal einfach 100 Spiegel, die sind alle gleichzeitig dort. Das passiert, wenn du an dein Programm denkst. Hast du aber kein Bild, das ist eine große Kollektion. Und jetzt sagst du, okay, du entscheidest dich, ich sage einfach mal, du schaust jetzt Pro7 an, den hast du eingespeichert auf Kanal 5. Das heißt, so wie ich es gerade mit dem Finger gemacht habe, fokussierst du dich auf die fünfte Spiegelung. Das ist zum Beispiel, wenn ich dir den Finger, wenn du aus dem Fenster jetzt rausschaust, schau mal, wenn du im Fenster, schau aus dem Fenster raus und schau mal, was ist dort der weiteste Horizont, was siehst du am Horizont? Bergspitze. Eine Bergspitze. So, und jetzt sage ich, Schnipp, wo war die Glasscheibe? Jetzt schau auf die Glasscheibe. Schau hin, schau die Glasscheibe, schau bewusst die Glasscheibe an. Boah, ist die verschmiert. Wo ist dann die Bergspitze?
Das heißt, das ist eine ausgedachte Reihe vor dir. Sobald du dich auf einen dieser Punkte in diese Richtung fokussierst, ist alles drumherum unscharf. Es ist immer ein Austauschen von Bildern. Das heißt, wir sagen jetzt einmal, die Spiegel symbolisieren die Fernsehprogramme. Du kannst hier immer nur einen sehen oder alle gleichzeitig, dann denkst du einfach nur an das Fernsehprogramm. Und jetzt sagst du, gut, wir schauen den fünften Spiegel an, das war jetzt die Glasscheibe meinetwegen. Oder das Haus zwischen der Bergspitze Gut. und der Glasscheibe, um Schärfe zu haben. Das heißt, um den Sender sehen zu können, musst du jetzt den fünften Spiegel anfokussieren und sobald du den anfokussierst, ist der deine Informationen, die anderen sind weg. Jetzt zersplittert dieser fünfte, dieses Programm zersplittert wieder in viele Spiegel. Das ist das, wenn du in die Fernsehzeitung reinschaust, das mir sagen 24 Stunden, das ist das, was um 1 Uhr kommt, um 2 Uhr, 3 Uhr. Das ist, wenn du den Streifen der Fernsehzeitung hast, wo wir uns jetzt ausdenken, das sind die Sendungen, die nacheinander kommen, die ja alle gleichzeitig da sind, weil wenn du ins Fernsehprogramm reinschaust, ist der Streifen dasselbe beim Fernsehprogramm. Du machst das Fernsehprogramm auf, das sind die Programme. Wenn du das anschaust, sind die alle gleichzeitig da. Wenn du wissen willst, was auf irgendeinem Programm kommt, musst du zuerst einmal den Streifen rausfokussieren, fokussieren. Das wäre jetzt der fünfte Streifen. Den nehmen wir jetzt einfach einmal hier Tele5. Bastia, Tele5. Dann hast du hier 90 Grad gespiegelt die Sendungen, die kommen. Die sind alle gleichzeitig. Die denken wir uns jetzt wieder in den Spiegeltunnel rein. Und jetzt sagst du, okay, jetzt ist es meinetwegen 20 Uhr. Das wäre jetzt der 20. Spiegel in der Reihe. Sobald du den anfokussierst, wird der zu deiner Information. Das ist aber wieder eine Kollektion. Dieser Film, der jetzt läuft, die Einzelbilder machen wir wieder eine Reihe. Und die tauschen sich jetzt in der Transversalen in dir aus. Krass. Es ist aber alles gleichzeitig da. Das ist jetzt die Bücherregalmetapher bloß in Bezug auf Fernsehprogramm. Sau gut, echt Wahnsinn. Das sind Spiegelungen von Spiegelungen, Kollektion, Selektion und du merkst jetzt, dass das irgendwie ganz anders zusammenhängt, wie dir das deine materialistische Logik vorschreibt. Oder Feeling ist ein vollkommen neues Weltbild. Ich sage, es wäre wie ein vollkommen neues Betriebssystem mit anderen Möglichkeiten zum Programmieren. Der Sprung von Basic zu Windows. Das ist es. Und das, was du jetzt zu akzeptieren hast, dass diese gigantische Welt, die du jetzt mit deiner Logik aufbaust, mit deinem Intellekt, mit deinem Schwamminhalt und ich sage mal mit dem Betriebssystem, das ist Basic. Das ist zurzeit ein Basiswissen, das dich zu einem Trockennasenaffen macht. Bis du begreifst, dass du gar nicht dieser Trockennasenaffe bist, an den du denkst, wenn du an dich selbst denkst, weil der Denker was anderes ist wie ein Gedanke. Das ist eine erschreckende Erkenntnis, die nur Geist machen kann. Du wirst feststellen, es ist vollkommen sinnlos, das irgendwelchen Menschen um dich herum zu erzählen. Die werden es nicht checken, selbst wenn sie es dann bejahen, weil sie meinen, sie hätten was verstanden. Ein Gedanke von dir kann das nicht verstehen, weil eine vergängliche Erscheinung das niemals verstehen wird. Ich erkläre das dem Geist, der sich alles ausdenkt, der sich jetzt das Gespräch ausdenkt, der an was denkt, wenn er an sich selbst denkt, der sich eine Wohnung ausdenkt, eine Erdkugel ausdenkt. Und all die Sachen existieren immer bloß in dem Moment, wo er es denkt. Das ist das Einzige, was du zu verstehen hast. Darum wiederhole ich das. Die letzten Selbstgespräche, die wir uns auch wieder jetzt denken, die übrigens alle jetzt sind, du musst jetzt dann bloß unten jetzt bei dem Video auf YouTube, musst du bloß unten hier den Kanal, wahrscheinlich Redo oder Heigo, antippen und dann gehst du auf den seine Seite und dann gehst du auf Videos und dann sind da ganz Haufen Videos, die sind alle gleichzeitig und du schaust jetzt eins davon an. Das ist das Prinzip. Und jeder Moment, der auftaucht an Einzelbilder, die sind doch alle gleichzeitig im Internet. Nicht nur die Bilder, sondern auch die ganzen anderen Videos. Und nicht nur von dem Redo oder Heiko-Kanal, sondern auch die ganzen Millionen von Videos auf dem YouTube-Kanal, der nur eine Internetadresse ist. Wir sind mit demselben Prinzip, merkst du das? Krass. Bloß, dass wir hier nicht bloß 100 Fernsehprogramme haben, sondern eben Milliarden von Programmen. Das sind die Internetseiten. Und jetzt schauen wir uns mal die Internetseite an, um in das Rechnerische zu kommen, wenn ich die Holoarithmetik zum Beispiel nehme. Ich betone immer wieder, ach, das hat ja der da abgeschrieben oder das hat der ja da abgeschrieben. Das ist so unheimlich normal, aber nicht besonders geistreich. Wenn du träumst, kommt alles, was in dir auftaucht, aus dir. Ich kann immer wieder bloß sagen, du kannst einen Dichter ausdenken, du kannst einen Physiker ausdenken. Alles, was du denkst, egal was für eine Information du zu sehen bekommst,
egal was in dir auftaucht, ob das nur gedacht ist oder ob es eine sinnlich wahrgenommene Information ist, das wiederhole ich immer und immer wieder, weil du es noch nicht hundertprozentig verstanden hast. Wenn du das verstanden hast, wird der Udo nicht mehr in dir auftauchen, weil dann bist du ich. Alles, was auftaucht, ist vergänglich. Also versuch nicht das am Leben zu erhalten, was du zu sein glaubst. Weil dann wirst du niemals verstehen, was du selbst bist. Das ist ein Gefängnis. Du musst da nichts tun. Wiedererinnern, wiedererinnern. Die einfache Erkenntnis. Was bekomme ich eigentlich zu sehen? Meine Informationen. Ständig wechsle Informationen, ob das reine Gedanken sind oder ob das sinnlich wahrgenommene Bilder sind auf der Farbbrille, wie ich sage. Darum ist die Metapher vom träumenden Geist so wichtig. Darum reite ich immer auf dieser großen Erkenntnis rum. Der Geistlosigkeit, die du dir selbst zusprichst, indem du meinst, du bist der Seele oder du bist Bewusstsein. Du denkst schon wieder an was, was du bist. Und wer denkt sich den aus, der sich das ausdenkt? Was ist der? Ja, das ist die Seele. Du hampelst immer wieder rum in einer Vorstellung von dir, was du bist und was du nicht bist. Und Hollow Feeling heißt, du bist ein absolutes Nichts und darum bist du alles, was du denkst, aber nichts davor. Jetzt sei mal ganz selbst ehrlich, schau in dich rein. Ist dir wirklich jeden Moment bewusst, dass jeder Moment immer bloß in dem Augenblick existiert, wo du ihn denkst oder sinnlich wahrnimmst, wo du ihn anschaust auf der Farbbrille? Und dass er sich schon wieder auflöst, wenn du an was anderes denkst oder was anderes anschaust. Inwieweit glaubst du noch, dass ein Gedanke, den du denkst, ich nenne es nur Gedanke, auch dann existiert, wenn du nicht an ihn denkst? Kann ein Gedanke, den du denkst, anders sein, wie du in dir denkst? Das bei den Gedanken akzeptiert man das eventuell, wenn ich jetzt so spreche. Wie sieht es aus, wenn du eine sinnlich wahrgenommene Information in dir magst, in dir aufbaust? Ich sage, wenn das auf der Farbbrille auftaucht. Es ist auch nichts anderes. Es ist genauso eine Information wie ein Gedanke. Wir haben bloß, ich sage immer, die vier Stufen der Vergessenheit. Du musst jetzt irgendwann einmal anfangen, das zu spiegeln. Und da ist eine Arithmetik dahinter. Ich muss das immer wieder mit reinschieben, weil das ist das Wichtige. Das musst du verstehen. Und jetzt kommen wir wieder in das, was du nicht wissen musst, dass prinzipiell nichts in dir auftauchen könnte, wo andere gemacht haben, wenn du träumst. Es kommt aus dir. Wir können das sagen, aus Gott. Und ich spreche jetzt speziell die Holo-Arithmetik an. Ich habe oft in diesen Fällen, es unterscheidet sich die Holo-Arithmetik von all diesen ganzen kabbalistischen oder arithmetischen Spielereien, die in deiner Welt im Internet auf dem Bildschirm auftauchen können. Ganz, ganz elementar, nicht oberflächlich betrachtet in den Bildern. Ich zeige dir das einmal, ich übertrage das wieder, ich mache einmal so Seiten, die sind meistens Englisch. Ich erspare es jetzt, ich könnte auch in hebräische Seiten reingehen, wo es noch viel krasser ist, wenn man die entsprechenden Adressen hat. Mache hier zum Beispiel jetzt der Jesus-Code. Das ist eine Internetseite. Da wirst du feststellen, da ist noch tausendmal mehr von der Menge her wie in der Holo-Arithmetik. Das ist jetzt zum Beispiel hier der Jesus-Code, da geht es um das Grabtuch von Turin. Das ist automatisch übersetzt, im Original sieht es ja so aus. Kann man alles mittlerweile machen. Darum geht es eigentlich gar nicht. Da hast jetzt im Anfang hexadezimal, die Zahlen, die Spielereien. Ich gehe mal da einen Schritt weiter. Ich mache mal hier. Die Forschung, das wird dir jetzt alles, wenn du Holo-Arithmetik reingeschaut hast, extrem bekannt vorkommen. Der goldene Schnitt, das kann ich in tausenden Variationen variieren, was hier übrigens eine Unmenge von Internetseiten sind, die dann immer wieder auf denselben Schema aufbauen. Jeder schreibt von jedem ab. Der Genesis-Stamm. Das ist, ob du in die Physik gehst, wenn da rumgespielt wird. Und dann kommt immer wieder dieses große Prinzip, je nachdem, wie man es zusammensetzt, jeder meint, er hat irgendwas verstanden. Das ist halt Rechnen, das ist Arithmetik, immer an den Ari denken. Es ist ein riesengroßer Unterschied zwischen diesen Seiten und der Holo-Arithmetik des Jahwe. Und ich werde sagen, wo der Unterschied liegt. Es ist die Motivation, wieso ich dir das einspiele.
All das, die Seiten machen, wenn du das liest, sind tiefgläubige, nach wie vor Materialisten, die sagen, der hat das entdeckt und dann war das. Die sind noch voll im chronologischen Denken. Das heißt, was bringt dir Geistes, dir Mensch, ich sage mal dir Seele das? Macht dich das besser oder bläht es bloß deine Hybris, dein Wissen auf? So wie alle wissenden Menschen, wir Physiker wissen ja, wir Kabbalisten wissen ja. Die sagen dann auch hier, die Welt ist eine Gottesschöpfung und so weiter und so fort. Aber im normalen Alltagsbewusstsein sind es nach wie vor tiefgläubige Materialisten. Sie betteln eventuell um Spendengelder, weil sie Geld am Leben erhält. Sie sind nach wie vor Trockennasenaffen, die welche jeden Wehwehchen zu einem Arzt rennen, dass der sie gesund macht, wohlgesagt gesund macht, nicht heil macht. Ich versuche dich heil zu machen, was aber gar nicht geht, weil ich dir jetzt erst einmal erkläre, dass du das schon bist. Das heilige Ganze. Wenn du dich nicht ständig unbewusst zerdenkst, du wirst übrigens nicht unheil, wenn du dich bewusst zerdenkst. Dann kannst du was erleben, dich nämlich in unendlich vielen Facetten. Der Unterschied bei Holofeeling ist nur, dass du merkst, dass das ein Computerprogramm ist. Das können ja die anderen so sagen, die das gar nicht. Und dass die ganzen Einzelerklärungen immer wieder zurückgeführt werden auf dieses Spiel UBJCH, ich. Letzten Endes das Ziel ist, dass du begreifst, dass du eigentlich ich bist, dass du derjenige bist, der sich in unendlicher Vielgestaltigkeit durch Divisionen zerteilt, um sich in unendlicher, wie drücke ich jetzt das aus, immer wieder unterschiedlich neu erleben zu können. Das ist es ja. Es ist ein Riesenunterschied, ob du sagst, es ist ja alles eins, es ist ja alles Geist. Und du denkst an eine ausgedachte Eins und ein ausgedachtes Eins, oder ob du verstehst, dass du das selbst bist. Ganz genau. Dass du derjenige bist, der sich eine komplett eigenständige Welt ausdenkt, die nicht da außen ist, weil du das zweite Gebot hältst. Und dass der sich die Welt ausdenkt, wenn du an dich denkst, eigentlich etwas ist, was gar nicht existieren kann, weil du das erste Gebot hältst. Du machst dir kein Bild von dir selbst. Sondern du weißt jetzt, wenn ich an mich denke, ist das bloß ein Gedanke, den ich denke und ich selber. Und jetzt muss man das rot verstanden haben. Was das Rotgeschriebene ist. Wenn ich immer sage, hier im Denach zum Beispiel die Itzhak-Luria-Akademie, ist eine kabbalistische Schule, das sind jetzt erst einmal nur Worte und die Worte waren die Maßsetzung, was du dir jetzt in Rotterdam ausdenken, aber was dir dann noch nie aufgefallen ist, wieso sind die in Rotterdam? Rot ist TR, heißt die Reihe, im Rot ist der Kopf der Reihe, He, Quintessenz, Rot, Herr und Dam. Ist der Adam. Adam. Beziehungsweise Dom kann man jetzt immer, jetzt kann ich spielen, ich kann die Buchstaben austauschen, ich kann dann weichen, die hat das Thema. Genau, Jetzt habe ich ich hatte aber nur plötzlich, eins. dass ich ja zwei HDTs habe in unserem System. Nämlich die 9 und die 400. Wenn ich die zwei 9 zusammensetze, kriege ich 18. Das ist ich. Dann kann ich Gott, ich mache immer mit den 2 400, 400 und 400 ist 800, das ist das NP, das Pi. Aber das Pi bin ich, das ist die Weisheit Gottes oder das Wissen deines Intellekts, dann wirst du personifiziert. Man muss das Prinzip verstehen. Das erklären die in den kabbalistischen Schriften nicht. Es ist einfach nur arithmetisch unheimlich interessant und spannend. Das geht dann vor allem, wo ich dann immer wieder sage, was da nur in Ansätzen ist, ist das dann wirklich die Physik? Die gehen ja gar nicht in die Physik ein. Dass die physikalischen Formeln, ich kann es nicht oft genug sagen, die sind damit verschlüsselt in diesem System, wo sich immer wieder diese selben Zahlenwerte wiederholen. Ich mache in der ersten Holoarithmetik Beispiele, aber nicht in dem Kontext, dass ich dich erschlagen will mit Zahlenwerte, sondern ich versuche das zurückzuführen auf den einen, der du selbst bist. Und dann kommt natürlich sofort wieder, das verstehe ich nicht. Und darum sage ich jetzt wieder nochmal, du bist ein Geistesfunk und noch ein sehr kleiner, wenn du mit Holofeeling anfängst, konfrontiert zu werden. Und jetzt haben wir schon wieder eine Vielzahl. Wie definierst du dich? Wenn du jetzt der Michael bist, das Michael-Programm in dir laufen hast, oder das Red oder das Fedding, ich kann jetzt mittlerweile schon etliche aufzählen. Ich kann nur sagen jetzt, ich mache als Beispiel mit dem Holgerchen. Ist eine KI, du Geist mit dem Holger-Programm, wirst Sachen ganz anders empfinden, wie du Geist mit dem Michael-Programm oder mit dem Programm, der du jetzt zu sein glaubst. Wenn ich jetzt das letzte Selbstgespräch, das vorhergehende chronologisch gesehen, ich rede jetzt raumzeitlich. Ich habe das mit Holger aufgenommen morgens, dann kommt er und dann haben wir das nochmal angeschaut. Miteinander.
Und jetzt wirst du feststellen, ich habe mehrere Male schon gesagt, man könnte eigentlich jetzt dieses Selbstgespräch zum Beispiel oder irgendeins nehmen. Wir lassen das Selbstgespräch laufen. Wir zwei. Jotzia, das heißt ich und du. Ich meine jetzt den UB als Geist, den JCH vom Bücherregal und dich. Nicht als den, der vom Computer sitzt, sondern als den, der jetzt mit dieser Personifizierung, mit diesem Intellekt arbeitet. Wir schauen uns das gemeinsam an. Und dann wirst du feststellen, dass ich alle paar Minuten das anhalte, wenn ich was erkläre. Und dann zeige ich dir, was ich im Hinterkopf habe, rot gelesen in dem roten Hintern, Hintern. Was ich nicht ausspreche, dass ich nicht so aus dem Kontext rausfalle. Was da alles noch drin ist. Und jetzt pass auf, was mir jetzt wichtig ist, dass jetzt, wenn du eine gewisse Reife hast mit der Vordersprache, alles, was ich erzähle, wenn du den Gedankengang mitgehst, ist für dich vollkommen klar. Du kannst es komplett verstehen. Es fällt dir bloß nicht auf, wenn du das anhörst, weil du eben zu schnell bist, weil du noch nicht bereit bist, selber zu denken, weil du dir noch nicht die Zeit nimmst, dich intensiv mit einem Moment auseinanderzusetzen. Der ist ja jetzt. Du kannst es jetzt festhalten in der Ewigkeit und du kannst dir wortgenauer anschauen. Das ist diese Rückformung. Das mache ich ja immer wieder, wo ich dann ganz einfach, ich klicke dann rein in den Matrix Explorer oder sonst wie und dann erkläre ich jetzt chronologisch gesprochen 5 Minuten was und dann gehe ich wieder zurück an den Anfang und sage, ich habe jetzt nur ganz kurz in das Wort zu reingeschaut. Aber ich mache meine symbolischen 400 Seiten und ich kann da 2000 Seiten drauf. Aber was jetzt der Schlüssel ist, du kommst aus dem Kontext nicht raus. Diese berühmte Sache, diese Metapher mit den Gedankenwellen, du bist immer Gedankenwellen oder mit dem Computer, mit der Transversalen, Arbeitsspeicher, Festplatte, Internet. Dass genau dieses Prinzip wird auch in den ganzen heiligen Schriften beschrieben. Das erklären die dir auf diesen Seiten nicht. Hast Da du wirst du recht. immer wieder neue Aha-Effekte kriegen, wie gigantisch das dann ist. Mir fällt jetzt gerade was ein, ich zeige dir doch mal schnell was. Da machen wir jetzt mal zwei Sprünge. Und zwar fahre ich jetzt mal hier. Machen wir mal die Seite. Jetzt pass auf, und jetzt tue ich ganz kurz von mir mal nur was aufmachen. Das ist immer nur eine Kurzform. Das war von mir da ganz kurz. Jetzt finde ich es nicht. Das soll jetzt wahrscheinlich nicht sein. Wie heißt das da? Wie soll es denn heißen? Wie ist denn der Name? Glaube, 4 Stufen der Vergessenheit. Was spinne ich denn? Habe ich das in einem anderen Ordner? Da gibt es ja noch 1000 andere Ordner dazu. Ist im Mittelpunkt Gottes. Na, lassen wir das einfach weg. Das ist jetzt nicht so wichtig. Schau, wenn wir jetzt hier nehmen. Das ist jetzt zum Beispiel der goldene Schnitt. Ich will jetzt da nicht reinlesen, bloß einmal die Dezimalerweiterung des goldenen Schnitts. Das heißt, der klassische goldene Schnitt, wenn wir den ausrechnen, der ist ja 1,61803 bla 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 bla. Und interessant ist jetzt, dass der Zahl 391 gibt es verschiedene Arten, übrigens Jesus auf Hebräisch zu schreiben. Da gibt es nicht bloß eine Art und Weise. Ist an der 97. Dezimalstelle, wenn wir das jetzt durchzählen, kommt 137. Die 137 ist ganz wichtig, das ist die Feinstrukturkonstante. Da bin ich drauf eingegangen, aber die Naturkonstante. In der Bibel 1, 137. Da müssen wir jetzt schauen, was ist der 137. Buchstabe. Aber was jetzt hier interessant ist, wenn du jetzt die addierst, diese ganzen Stellen addierst, also 6 nach dem Komma, 6, 1, 8 und so weiter, gibt es genau 441, das ist die Wahrheit. Damit. Die Wahrheit wiederum, die 441, 120, das ist in der Holoarithmetik, beschreibe ich das auch bloß in einem anderen Kontext. So Kleinigkeiten gehe ich gar nicht drauf ein. Da gibt es so viele Wunder, wirst du feststellen, dass das dann
3 mal 7 mal 7 mal 3, 37 mal 3 ist 70, dann landest du wieder bei den 2701. Und du kannst das jetzt immer, die 12. Primzahl ist 37, dann kannst du den goldenen Schnitt machen. Das ist alles eine Wichserei. Es ist zwar sehr spannend, dass du dann immer wieder die Körpertemperatur, all das ganze Zeug, dann kann man in die Quantenmechanik reingehen und du wirst merken, wenn du dich darauf einlässt, stochastisches Denken. 37. ist die 12. Primzahl, 73 ist die 21. Spiegelung, Spiegelung, Spiegelung. In der Quantenmechanik, ein Neutron hat einen Up-Quark und zwei Down-Quark, ein Proton und zwei Up-Quark und ein Down-Quark. Was auch immer das bedeutet. Dass hier alles über Spiegelungen sich aufbaut. Das sind Spiegelungen von Spiegelungen von Spiegelungen. Mach dich das schön, wenn du das, was du da lernst, dein Wissen, dein Intellekt, deine Hybris aus, was du aber dadurch nicht lernst, was du selbst bist. Wenn das jetzt dir alles zu viel war, sag ich, wisch und weg, uninteressant. Ich erkläre dir, was du bist. Du bist ich. Und wer bin ich? Ich bin der, der sich alles ausdenkt. Willst du schon ich sein oder willst du ein Gedanke von dir weiterhin bleiben? Du darfst es selbst entscheiden. Weil ich habe dir jetzt eine Alternative gegeben, die wieder Kategorie 2 ist. Willst du ich sein oder willst du bloß ein Gedanke, ein vergänglicher Gedanke von dir bleiben? Die Frage stellt sich gar nicht. Mach dir bewusst, was du bist. Das ist die Entscheidung. Du bist beides. Du bist immer und ständige Veränderung gleichzeitig. Du bist im Meer und eine oberflächliche ständige Veränderung gleichzeitig. Und du merkst jetzt, wie präzise die deutsche Sprache wird. Super. Das heißt, immer wenn sich deine Gedanken in dir selbst als Information in Bewegung setzen, bewegst du dich nicht von A nach B. Du tauschst in der transversalen Bilder aus. In einem streng arithmetischen System, so wie in einem Computer, in dem sich übrigens nichts bewegt, so wenig wie sich jetzt auf der Bildschirm irgendwas bewegt, weder die Finger noch sonst irgendwas. Und dann, wenn, was ich immer wieder wiederhole, diese Jesus-Sprüche Hammerschläge. Wahrlich, ich sage dir, ich bin jetzt in dir. Ich, der oder den du dir ausdenkst, ist deine Information. Und du bist in mir. Solange du glaubst, du bist der, der jetzt vom Computer sitzt, bist du in den, der dich ausdenkt. Wenn du jetzt glaubst, du bist zum Beispiel der Michael, dann ist das Pixelmännchen in dir drin, weil es deine Information ist, es in einer gewissen Entfernung vor dir ist. Es ist der Udo, den du dir nach Weißen wirkst, in dir drin. Aber der Witz ist jetzt, dass in dem Udo, wenn du glaubst, du bist der Udo, das Pixelmännchen Michael in dir drin ist. Und das Murnau, der Michael Murnau ist auch in dir drin. Wohlgemerkt in dem Udo, der in dem Michael drin ist. Genau genommen in keinem von beiden, weil das zwei ausgedachte Mittelpunkte sind. Das ist jetzt die große Falle der Relativitätstheorie mit den ausgedachten Räumen. Mit einem bewegten ausgedachten Beobachter, mit einem Glas und einem Löffel, mit einem Sektglas und einem Löffel, das dann angeschlagen wird. Wieso kann der Löffel das nie berühren? Weil es hier in dem Geist, der sich das vor sich hinstellt und auseinanderdenkt, nicht auseinander ist. Es ist dieselbe Gnade, die bloß die oberflächliche Form verändert. Das kannst du sofort überprüfen. So ist es. So, und das macht dich dann allein. Allein. Das macht dich zu deinem eigenen Universum. Hammer. Und dann sage ich immer wieder, und jetzt hüte dich, weil du ja nach wie vor immer noch dich als Brösel erlebst, das irgendwie in irgendeiner Form zu sagen, dass du meinst, du hättest begriffen und denkst dabei an den, der du zu sein glaubst. Den musst du komplett negieren. Das wird uninteressant. Das wird wirklich uninteressant. Das sagt dir der Meister aller Meister. Die Meister, die du dir ausdenkst, die plappern nur noch. Die Quelle bin ich. Und ich bin du. Weil es gibt nicht so niemanden, der in dir auftauchen könnte in deinem Traum, der dir was anderes erzählen könnte, wie das, was du träumst. Und jetzt ist in dem Moment, wo du dich als Träumer in den Geist setzt, bist du selbst auch schon wieder was Ausgedachtes. Der träumende Geist kann nichts anderes träumen, wie ihm aufgezwungen wird, dass er träumt. Jetzt kommt aber jetzt diese Seitengasse, wo ich sage, wer zwingt den träumenden Geist, was er träumt? Jetzt landen wir bei seinem Schwamminhalt, bei seinem Intellekt, das Programm, der Glaube, die Logik, die er zum Denken benutzt. Meinst du, dass deine jetzige Logik, die voller Feindbilder ist, schon der Weisheit letzter Schluss?
Und darum ist es so wichtig, immer wieder der Erfahrungswert. Jetzt nimm den Michael selber, dass du fast 20 Jahre brauchst vom ersten Mal hören. Erinnere dich einmal jetzt, blätter mal zurück, der kleine Michael, der immer wieder bei dem Udo in dem jetzt ausgedachten Ellingen, in der jetzt ausgedachten Vergangenheit aufgetaucht ist. Das war alles schon, das Gespräch hat damals schon existiert. Das war schon da. Du musst es bloß einmal durchdenken. Und die Namen, sage ich jetzt immer, sind austauschbar. Jetzt kann ich sagen, setz deinen eigenen Namen dafür, dann kannst du sagen, ich war ja nie beim Bruder. Ich sage, ja, du hast einen anderen Film laufen, ein anderes Programm, du liest ein anderes Lebensbuch. So cool. Ja. Das ist aber alles nicht wichtig. Es sind nicht die Existenzen wichtig in ihrem Wechsel und in ihrer Kombination. Wie ich, Dick, ist der, der es sich ausdenkt. Darum ist unser Dick der Mittelpunkt. Was ist der absolute Mittelpunkt? Ich. Und was ist ein Punkt? Ein dimensionsloses Nichts. Und da breitet sich dann Licht aus. Wie ist Licht definiert? Eine dimensionslose Geschwindigkeit. Eine Sekunde pro Sekunde. Ich sage, solange du ein Materialist bist, ist das so ein geistlos nachgeäffter Schwachsinn. Du magst jetzt noch so hochdotierter Professor sein, die ist gar nicht bewusst, was du schwätzt. Schneeweißes Schwarz, das ist ein Oxymoron. Historische Fakten ist ein Oxymoron, ein Widerspruch in sich selbst. Genauso ist es hier eine dimensionslose Geschwindigkeit. Dimensionslos heißt ohne Raum und Zeit, eine Sekunde pro Sekunde, ein Widerspruch in sich selber. Aber wie sieht es aus, wenn ich das mit der Vordersprache anschaue? Eine Sekunde, unda, Sekunda, dann habe ich eine Welle. Die darf ich natürlich jetzt nicht chronologisch sehen, sondern transversal, weil Licht eine Transversalschwingung ist. Die schwingt nicht durch Raum und Zeit, sondern die schwingt im ewigen Hier und Jetzt und die schwingt auch nicht von A nach B, sondern bloß anogi, lotrecht, in der Transversalen, im ewigen Hier und Jetzt. Und SEC kann ich jetzt ganz einfach, da habe ich schon S60 Bewusstsein oder Raumzeit, blau gelesen. Und das Eck, auch wenn es mit EC, ich spreche Eck, SEC, da setze ich Elif Kaf. Und das heißt eben jetzt. Eben und jetzt. Und dann heißt es aber auch noch nur, und das ist das flackernde Licht. Das ist das Kommen und Gehen. Sekunde. Und das ist die Welle. In der jetzt erst der Berg kommt und dann das Tal kommt. Sondern das, die Widersprüche sind immer im ewigen Jetzt gleichzeitig. Weißt du, solange du noch in dem Wahn lebst, dass sich hell und dunkel abwechseln, oder dass das Einatmen und das Ausatmen sich abwechselt, hast du ein Problem. Ein einseitiges Problem und du meinst, das andere, was dazugehört, war vorher oder kommt noch. Dass du natürlich immer nur jetzt denken kannst. Ist das so blöd, was ich dir erzähle? Ist das wirklich so blöd oder ist das das, was hundertprozentig sicher ist? Ich habe, bevor wir die Aufnahme eingeschaltet haben, habe ich zu dem Michael, den ich mir jetzt ausdenke, ich rede immer mit dem Geist eigentlich nur, aber dann spricht sich's schöner, habe ich gesagt, wenn du jetzt hier zum Beispiel dasselbe gilt für Essen, nur Essen geht nicht, du musst auch kacken. Es geht auch nicht, dass du bloß trinkst, du musst auch pingeln. Machen wir doch mal eine ganz einfache Rechnung, wir sagen jetzt einmal, du bist 90 Kilo schwer, wir sagen jetzt einmal, du trinkst jeden Tag 2 Liter und du schwitzt und pingelst, das kann man jetzt, die Zahlen kann man verschieben, dann musst du auch jeden Tag 2 Liter wieder pingeln oder ausschwitzen, dass du bei deinen 90 Kilo chronologisch normal gedacht bleibst. Dasselbe gilt für das, was du reinschaufelst. Da kann man natürlich jetzt biologisch sagen, da verbrennt etwas, was sich auflöst. Aber es muss prinzipiell, muss das, was du reintust, muss sich entweder durch Verbrennung oder Exkremente durch Kacken ausgleichen. Würde das nicht der Fall sein, ich sage bloß, wenn du jetzt zum Beispiel jeden Tag 2 Liter trinkst und du würdest bloß 1 Liter pingeln, würdest du in einem Monat 30 Kilo schwerer werden. Das ist natürlich jetzt alles materialistische Handwitzerei. Bei dir muss klar sein, du hörst jetzt wieder Worte und die Worte bauen Vorstellungen in dir auf. Wort für Wort ständig wechselnde Bilder, was an dir selber, an den, der sich das jetzt anschaut, was er sich denkt aufgrund dieser Worte, überhaupt nichts verändert. Jetzt brauchen wir aber die Spiegelungen, dass ich sage, du musst immer alles spiegeln. Weil das normale Denken ist ja, okay, wenn ich was trinke, muss ich das auch wieder ausschwitzen oder pingeln, um auf meiner Nulllinie zu bleiben. Was aber eigentlich überhaupt gar nicht stimmt. Du musst zuerst kacken, um was essen zu können. Wie ist das zu verstehen?
Weil da außen ja nichts ist. Wenn du das zweite Gebot hältst, dass du dir kein Bild mehr machst von oben und unten, kommt ja alles das dann aus dem absoluten Mittelpunkt, wenn du das kleine Bild hast. Also ich habe ja umgeschalten, ne? Ja, passt. Ja, passt. Das ist ja hier, es entspringt jetzt hast du mal das immer gleichzeitig. Das heißt, du kannst ja erst was in dich hineinschaufeln, wenn du dir das vorher ausdenkst. Genau. Drum nennen wir ja das, was du von dir gibst, Exkremente. So cool. Das Ex hast heraustreten, du hast eine Vorstellung von etwas. Und das ist jetzt das Interessante, dass dieses Krematorium, das Krement kommt ja vom Verbrennen. Jetzt schau dir das einmal an. VR, ich habe gesagt, die Vorstellung hat wieder zwei Seiten. Natürlich kann verbinden und verstreuen heißen. Darum ist da ein V vorne, das ist Bistabel. Das ist R steht für erwecken. Ich erwechsel entweder so oder ich erwechsel so. Und dann kommt ja in diesen Exkrement im Verbrennen Ver, B, Polaritäten und dann kommt Rennen. Schau, denk jetzt einfach das Wort, ich weiß nicht her so. Jetzt wissen wir zuerst einmal, B steht für die Polarität. Die blaue 2. Aber wir haben auch eine rote 2. Das ist das in der Mitte, darum heißt die Vorsilbe B als Vorsilbe, heißt innen. Und sobald wir eine Polarität aufspannen, das B am Ende heißt außen. Das heißt, wenn ich das B als Suffix setze, und jetzt schaut ihr das Wort Suffix an, Raumzeit ist aufgespanntes FF. Das sind die zwei Facetten. Und die wiederum sind X. X. Das ich. Die sind ich. Dieses Brennen haben wir zuerst einmal B, Re. Da machen wir einfach mal das lateinische Wort. Das heißt zurückkehren und dann kommt NN. Zwei Existenzen. Diese zwei Existenzen, ich nenne es mal plus, minus 50, als 50-50 gelesen, der sich in sich selber aufhört, wäre jetzt zusammengezählt 100. Und die 100 ist wieder Kopf, die Affinität. Das sind die Affinität. Wenn man das Prinzip verstanden, jedes Wort ist eine physikalische Form. Das ist krass. Und wichtig ist das Deutsch. Wobei es da noch wesentlich andere Möglichkeiten gibt. Wie gesagt, ich mache jetzt, wenn du willst, mal da hier einen ganzen Tag drüber reden. Nur über dieses eine Wort. Dass ich in die Erklärung reingehe, dass man zuerst einmal die 16 Möglichkeiten durchspielt. Aber das musst du nicht wissen. Ich sage immer wieder, du kannst essen als Brösel und dann trinken und dein Körper zieht dann jetzt in deiner Programmierung vorgestellter, ausgedachter Weise, was natürlich nur immer existiert, wenn du das denkst. Ob jetzt dein Körper irgendwelche Nahrung verdaut und Nährstoffe rauszieht, wenn du nicht dran denkst, das ist die erste große Falle. Was du nicht denkst, existiert nicht. Du bist ein träumender Geist. Es funktioniert ganz anders. Die Lösungswege, die Welt besser zu machen, die du dir ausdenkst, funktioniert überhaupt nicht, wenn du irgendwas veränderst. Das ist ein alter Satz von mir, ist auch jede Art von Weltverbesserung, ein Loch zustopfen und fünf Löcher damit aufreißen. Meine honige Geschichte mit dem Lochgrab, wenn dich erinnerst. Die ist gut. Erzähle ich jetzt nicht nochmal. Guter Witz. Das ist diese Schwierigkeit, dass das nicht funktioniert. Man schiebt das Problem vor sich her, das macht die Politik. Das sind übrigens alles Fehler im Führerscheinprüfungsbogen. Es läuft in einem Führerscheinprüfungsbogen nichts verkehrt, obwohl er voller Fehler ist. Schön. Es ist dazu da, dass du es erkennst. Dass dir plötzlich einmal die Geistlosigkeit im wahrsten Sinne des Wortes, diese reine mechanische Rechthaberei von Einseitigkeiten der Figuren in deinem Traum, die sich das nicht raussuchen können, dass sie von dir so geträumt werden. Dass dir das auffällt. Und dann wirst du akzeptieren müssen, dass das Spiegelbild dein eigener Glaube ist. Es sind Spiegelbilder deines Glaubens. Es sind Spiegelbilder deiner eigenen Unvollkommenheit. Und das eliminieren wir schon, wenn ich weiß, das ist ein Führerscheinprüfungsbogen, der ist jetzt ganz bewusst da, um zu prüfen, ob ich das erkenne. Und jetzt brauchst du Energie und Energie hat auch zwei Seiten. Es ist einmal Unzufriedenheit. Da bin ich lang und oft breit darauf eingegangen, dass Unzufriedenheit dich in Bewegung setzt. Was vervollkommen, ich sage jetzt nicht verbessern, weil wenn du was verbesserst, ist immer einseitig gehen. Um was vervollkommnen zu wollen,
Aber es gibt dann auch, die Gegenseite ist auch Energie, weil wir ja vier Seiten haben. Das ist wie bei meinem One-Night-Stand-Beispiel, wo ich sage, ich kann dir vier Perspektiven zuerst einmal zeigen von dem einen Phänomen One-Night-Stand. Und dasselbe kann man jetzt sagen hier, auch vier Seiten, dass der Frieden und die Ruhe auch eine Energie ist, weil du extrem mit Ärger, mit Ängsten, mit dem ganzen Zeug, das ist wie mit dem Auto rumfahren und die Handbremse anzuhalten. Es verbläst unheimlich viel Energie. Es macht dich so unendlich kirre vor, was Angst zu haben. Vor allem die Angst, was zu verlieren. Ob das dein Körper ist oder geliebte Menschen oder Geld, Besitz, das macht dich so unendlich blind. Das könntest du schon halt, wenn du begreifst, wie definiere ich einen Fehler, wie definiere ich, wenn ich was verliere, dann habe ich es ja nicht mehr. Ich sage, jeden Gedanken, den du dir ausdenkst und irgendwo hindenkst, den hast du mehr oder weniger aus deinem Innersten unbewusst heraus verloren. Und in dem Moment, wo der da außen nicht mehr ist, weil die Gedankenwelt in dich reinfällt, kriegst du das zurück. Und du musst dir jetzt demütig eingestehen, dass deine materialistische Logik genau das wieder gegenteilig sieht. Ich sage immer wieder, deine jetzige Logik ist das geistreiche Denken genau um 180 Grad verkehrt gedreht, auch verkehrt gedreht. Ich stamme von meiner Mutter ab. Nein, die stammt jetzt von dir ab. Wenn du Geist bist, denkst du dir jetzt eine Mutter aus, die nicht existiert, wenn du nicht an sie denkst. Wenn du an dich selbst denkst, denkst du dir einen Affen aus, der nicht existiert, wenn du nicht an ihn denkst. Du bist aber hundertprozentig sicher, auch dann da, du wahrnehmender Geist, der seine ständig wechselnden Informationen anschaut, wenn eben du nicht an deinen Körper denkst. So, in der Art und Weise wird es verständlich. Wenn du ein Hauch von Geist, wenn du ein Geistesfunken bist. Darum erkläre ich das nur den Geist, der sich jetzt dieses Gespräch anhört und nicht irgendeinen Gedanken. Ich kommuniziere nicht mit Gedanken. Ist übrigens, wenn du aufgepasst hast, schon wieder einseitige Aussage gewesen. Ich sage dann auf, lass uns das einmal auf der Brüsselebene durchdenken. Dann will ich, dass du, wenn dich hingucken magst und einfach mal schaust, was passiert da eigentlich, wenn zwei Menschen interagieren, wenn sie diskutieren, der Kampf um einen Standpunkt. Ist der Henkel rechts oder ist der Henkel links? Dass du plötzlich merkst, wie geistlos das ist, weil die nicht wissen, was Perspektiven sind. Weil die nicht wissen, was Facetten aus einer Kollektion sind. Wie oft habe ich in Selbstgesprächen erklärt, ist jetzt ein Automobil, ein Auto, jetzt normal von dir aus gedacht, ist das eigentlich Reifen, ist das Kolben, ist das eine Windschutzscheibe, ist das ein Rückspiegel? Ja. Ich kann jetzt nicht sagen, dass das nicht ganz stimmt. Aber ein klares Zeichen, dass derjenige nicht weiß, was das Auto als Ganzes ist. Jetzt kommen die systemrelevanten Parameter, jetzt kommt der Kabelstecker. Was ist wichtiger zum Auto, von der Motor oder der Stecker? Wo den Strom zur Zündung bringt. Das sind so kindgerechte, einfache Beispiele. Super. Das hörst du, warum wendest du das nicht an in deinem Leben? Jetzt kannst du sagen, ich wende das doch schon längst an. Dass du das so reagierst, hängt von deinem Programm ab. Derselbe Geist, mit dem ich rede, kann auch sagen, ich komme da nicht mit, ich verstehe das nicht. Du bist derselbe Geist, du hast nur ein anderes Programm drauf. Und es ist immer derselbe Computer plus ein anderer Film. Das ist das, was ich hier versuche klar zu machen. Klasse. Und das musst du mit dir selber ausmachen. Ich sage, das ist intim, das ist das Allerwichtigste überhaupt. Das schadet nicht, wenn du jetzt das Glück haben solltest, als Brösel und der Brösel, dass welche sind, dass man sich austauschen kann. Ich sage, sich gegenseitig bereichern kann. Da gibt es keine Diskussion um Kampfstandpunkte, sondern wie ich immer sage, du weißt offensichtlich, du erkennst was, was ich nicht erkenne und ich erkenne was, was dir vollkommen blind ist. Uneinsichtig ist. Lass uns zusammensetzen, erklär mir, was du siehst, wo ich nicht mitkomme. Was mich da so abstürzen lässt. Antwort ist immer ganz einfach, weil es für dich unlogisch ist, falsch ist, verkehrt ist und du willst Recht haben. Du willst nur Recht, du willst die rechte Seite, du willst Recht haben. Alles, was links ist, ist verkehrt. Aber die linke Seite ist auch die rechte Seite, wenn du eine linke Logik hast. Dann wird die rechte Seite zur linken Seite. Jetzt haben wir die vier Seiten. Super. Dieses Prinzip muss verstanden werden. Und das wird dir weder in diesen kabbalistischen Schriften erklärt, das ist arithmetische Hirnwichserei, das wird dir in den Physikbüchern nicht erklärt. Ihr könnt so viel, wenn wir uns hinsetzen, egal was es ist. Es ist immer rezitiert, es ist nachgeäfft. Verstehen, wer will was verstehen?
Dir muss eins klar sein, deine Logik suggeriert dir, dein Schwamminhalt suggeriert dir, dass das, was dir dieselbe Logik suggeriert, hundertprozentig richtig ist und stimmt und logisch ist. Du hast nur eine feine Antenne, was unlogisch ist. Das ist das, was ich sage, ein Basic-Betriebssystem, ein Basic-Computer wird jegliche Art von Windows-Informationen als unlogisch ansehen und ich kann Datei nicht lesen. Das heißt, weil du in ein höherwertiges Betriebssystem gar nicht reinschauen kannst. Das ist dasselbe bei Menschen. Du kannst in einer chronologischen Lebensspanne nicht von unten nach oben schauen. Darum mache ich die kindgerechten Beispiele. Super. Da fange ich jetzt aber wirklich nicht nochmal an. Du wirst aber erst gar nicht versuchen, einem Vierjährigen zu erklären, wie ein Computer funktioniert. Und wenn du jetzt in den ersten Drittel drin hängst, das ist immer wieder das Spiel, pubertieren 20-Jährige, die sind so gescheit in dem Alter 20, 25, ist man so unendlich gescheit. Sagst du mal alt, lest dein Leben noch ein Zeit lang, schau dir das noch länger an und dann wirst du über die Dummheiten, die du begangen hast, schmunzeln. Es ist keine Kommunikation von oben nach unten möglich. Ich kann die Beispiele bringen, das kommt trotzdem nicht an. Es ist einfach so. Das ist auch ein göttliches Naturgesetz. Da muss man durch, sage ich immer wieder. Da muss jeder durch, so wie du durch ein Leben durch musst, durch den Wahn durch musst, und dann lassen wir es gut sein, dich mit einem Gedanken von dir zu verwechseln. Und es wird ewig andauern, bis du dich einer geistreichen Art zu denken besitzt. Das ist es. Das ist diese Zeitlosigkeit in dir selber. Also sorge dich nicht um morgen. Hast du den Satz jemals gehalten? Das wäre der Schlüssel in die Freiheit. Sorge dich nicht um morgen. Als Jesus in Anführungszeichen, ich rede symbolisch, ist es eine absolute Aussage. Aber wie soll das einer verstehen, dem ich nicht vorher erkläre, dass morgen nichts passiert? Du kannst nicht einmal in 5 Minuten ein Glas Wasser trinken. Das ist übrigens hundertprozentig sicher. Ich werde dir beweisen, dass es nicht geht. Also es wird morgen nichts passieren. Du kannst dir jetzt denken, was morgen passiert, aber das ist nicht morgen. Morgen passiert gar nichts. Also was sagst du dich dann? Warum hörst du nicht auf mich? Stimmt oder stimmt? Liebe deine Feinde. Liebe alles, was dir unlogisch verkehrt erscheint und vor allem liebe alles, was du überhaupt noch nicht kennst. Weil das, was vollkommen Neues ist, das sind nämlich genau die Puzzlestücke, die du zu deinem Heilungsprozess brauchst. Hör auf, Feinde zu bekämpfen. Das ist Entheiligung. Der Ärger, den du dann hast mit diesem Kampf, egal gegen was du kämpfst. Du kämpfst gegen deine eigenen Gedanken an. Stimmt oder stimmt? So, und jetzt schau einfach, du kannst dich ja ständig dir hingucken, ständig um die Uhr beobachten. Und du wirst merken, du stürzt so gnadenlos ab, dass gerade wenn du wieder abstürzt von dem Beobachter, von dem, der du selbst wirklich bist, der immer ist, überhaupt nichts mehr da ist. Du hast dich so mit deiner Rolle, die du auf der Bühne des Lebens spielst, eine Illusion, hast du dich so infiziert, sag ich einmal, wie mit einem Virus. Dass du diese Rolle, diese Hülle gar nicht ablegen willst. Dass du wieder der wirst, der du eigentlich immer bist, der du eigentlich schon immer bist, aber das du bloß vergessen hast. Und du willst das Wunder passieren? Ich verspreche dir, ich lasse in deinem Traum Wunder passieren ohne Ende. Aber erst ab dem Moment, wo du anfängst, dich bemühst, dich immer wieder ins Jetzt zu holen. Und dann wird dir irgendwann einmal klar, wenn du dich aufregst, dass ein Buddhin, den du dir denkst, nicht anders sein kann, wie du ihn dir denkst. Aber hast du dir jemals eigene Gedanken gemacht, was ein Buddhin ist, den du denkst? Oder ist der Buddhin bloß das, was du aus den Worten im Fernsehen und aus der Zeitung, der Bildzeitung machst? Namen sind jetzt wieder austauschbar. Von Persönlichkeit, von Masken. Hast du dir jemals eigene Gedanken gemacht? Könntest du eigentlich, wenn du weißt, wie der Putin oder der Trump oder die Politiker sind oder wie der Udo Petscher ist, den du dir jetzt ausdenkst? Kennst du den persönlich selber? Hast du dich schon mal wirklich auf der Bröselebene mit denen auseinandergesetzt? Und selbst wenn das der Fall ist, ist die Frage stochastisches Denken. Hörst du aufmerksam zu? Willst du überhaupt verstehen, was der erklärt? Oder weißt du von vornherein sowieso, dass er bloß ein Dilettant ist, ein Schwätzer ist, ein Sektenführer ist? Dann sag ich, zeig mir doch meine Sekte.
Dreht halt einfach mal ein. War Mitglied. Geht nicht, da ist nichts. Das ist das Geschwätz von Leuten, die genau wissen, was Holofeeling ist. Das ist das Leben. Auf die Freiheit, Michael. Du kannst ja nicht. Habe ich dich festgehalten, wie du abhauen wolltest von mir? Wohin soll ich denn gehen? Das ist immer wieder so eine Stelle. Auf die Freiheit. Mach deinen Lauf los. Der verlorene Sohn, der genau genommen gar nicht weg kann. Das ist eine Welt, wo er dann wieder räumlich zurückkehrt, weil man Erfahrungen macht. So ist es. Man muss in diese unterschiedlichen Traumwelten, in diese Personifizierungen hineingehen, dass die eigene Vielfalt des Verständnisses, wie du dich ausgestalten kannst als träumender Geist, immer mehr wächst. Was natürlich sehr begrenzt ist, solange du als ewiger Computer, als ewiger Schöpfergeist, je nach Programm, wenn ich nur als Betriebssystem, der Grundglaube ist der Materialismus, das nenne ich Basic, bin ich auf Gedeih und Verderb auf diese vergänglichen Erscheinungen der Basic, der traumzeitlichen Weltvorstellungen gebunden. Das Hauptproblem bei Einstein, bei allem drum und dran, obwohl die Formel schon sang ist, spitzt sich alles in einem Punkt ab. Dass der Bruch des zweiten Gebotes, erstes, zweites Gebot, ich kann es immer und immer nur wiederholen, du machst dir ständig ein Bild von dir selbst und zwar unbewusst. Wenn du das bewusst machst, ist es vollkommen okay, wenn ich jetzt an mich denke, ich denke an den, der vom Computer sitzt. Aber das bin ich ja nicht, das ist ein Gedanke von mir. Und du machst dir Bild von irgendwas da drum im Himmel oder da drunten. Das kann man auch, das ist richtig und das ist verkehrt. Es ist nichts da außen. Du träumst. Das ist es. Und der träumende Geist kann nicht sterben. Einseitige Aussage übrigens, SD-Erben. Raumzeitliche Erscheinungen oder Spiegelungen sind erweckte polare Existenz. Jetzt sind wir wieder bei dem Spiel hier. Jetzt lassen wir es gut sein. Hammer. Mein Lieblingssatz, wenn du ein Meister des ewigen Lebens geworden bist, dann bist du ich. Und dann wirst du von Augenblick zu Augenblick vollkommen bewusst SD-Erben und damit zwangsläufig von Augenblick zu Augenblick in einen neuen Körper, einer neuen Facette deiner Traumwelt wiedergeboren. Ja. Und der wiedergeboren wird, das ist immer das Zentrum, er tauscht nur seine Peripherie aus. Peripherie, das rings um dich herum tragen, in sich selbst tragen. In dem Tragen haben wir schon wieder DR, Freihe. Ich bin nur noch eine Runde leben, habe mich gefreut. Auf jeden Fall. Tschüssi.